So, ach, die Tina muss über den Bach. So. Dann ohne Wanderschuh. Ja. Herrlich. Da kann man die Füße ausziehen. Da kann man die Schuhe ausziehen. Mal gucken. Ja, ist ein bisschen kalt, aber total schön. So, wir sind angekommen und bevor ich euch diese Gegend zeige, erstmal zu meiner Frau. Und Tina sagt euch nämlich jetzt, wo wir genau sind. Am Stausee Dixens. Genau. Keine Ahnung, ob ich das richtig ein Stausee. Total langweilig, ein Stausee. An der Staumauer, Entschuldigung. Ja, genau, aber ein Stausee, eine Staumauer ist doch total langweilig, oder? Aber ich sag mir, nett in der Schweiz. Und dazu schwenke ich mal die Kamera und zeige euch erstmal die schöne Gegend hier oben. Diese wunderschönen Berge, das ist unsere Aussicht. Zur Staumauer kommen wir gleich noch. Dann geht es hier weiter runter ins Tal. Wunderschöne Aussicht. Hinter Wilma sieht es dann so aus. Absolut gigantisch. Und da oben, da ist die Staumauer. Da kann man auch mit der Gondel hochfahren. Und das werden wir auch gleich tun. Und hier kann man kostenlos stehen. Ich sag nur, absolut geile Location. Aber wir haben natürlich ein Problem, wenn wir wieder weggehen. Wir haben hier jetzt seit 28 Grad. Ja. Es ist bullenheiß und unsere kleinen Bullis sind am Schwitzen. Und wir lassen die alleine. Wir sind gefragt worden, warum nehmen wir die Hunde nicht mit, öfters mit oder sowas. Erstens, es sind Bullis, denen wir zu warm. Zweitens haben wir einen kranken Hund, operierte Bandscheibe. Ja, HD, operiert am Bein, da fehlt ein Stück. Deswegen lassen wir die Hunde meistens im Wohnmobil, wenn wir mal so 2 Stunden weggehen. Aber wir sind natürlich ganz, ganz oft mit den Hunden auch spazieren. Ganz logisch, die gehören ja zu uns. Und ja, um den Hunden das Ganze natürlich zu erleichtern. Wir wissen, 28 Grad, so ein Wohnmobil heizt sich total auf. Deswegen haben wir uns ja auch die Klimaanlage unter anderem einbauen lassen. Und die lassen wir jetzt nämlich mal richtig autark laufen, weil sonst würden unsere Hunde nämlich wirklich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde das Fell ausziehen und wahrscheinlich auswandern. Und das Ganze machen wir mit Solar auf dem Dach von der Firma Audiotechnik Dietz in Grünstadt. Vielen Dank nochmal dafür. Und natürlich von Wattstunde. Da habe ich jetzt das neue Sandfolder 340 und es bringt aktuell 220 Watt rein. Das lasse ich auch so drauf, habe ich mit Saugknöpfen befestigt. Und dann natürlich habe ich noch meine Efeu. Die läuft hier ausnahmsweise auch im Sommerbetrieb. Man hört sie jetzt leicht rauschen. Die läuft mit Methanol und erzeugt zusätzlich zu meinem Solar jetzt 125 Watt kontinuierlich. Und somit bin ich mir ganz sicher, dass ich hier wirklich lange, lange autark, solange die Sonne natürlich scheint, die Klimaanlage nutzen kann. Und wir haben jetzt einen aktuellen Verbrauch von 218 Watt. Es kommt genug rein, 97% Akkuleistung haben wir noch und auf dem Dach kommen über 300 Watt rein, 340 Watt, über die Solartasche 210 Watt und 125 Watt über die Efeu. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal gleich hoch und die Hunde haben es angenehm kühl da drin. So, der Berg ruft wieder. Wir sind wieder nach oben gegangen, an die Gondel, Gott sei Dank, sie hat sich erbarmen lassen, nicht auf Gondel fahren. Und das ist der La Grande Dixens. Was mein Horror ist, runterlaufen, Höhenangst, ist dein Horrorgondel, gell? Ich kann es nachvollziehen, aber ich mache mich darüber nicht lustig. Wir können auch aussteigen. Super, jetzt wollen wir bezahlt haben. Also Gondelfahrt hoch und zurück kostet 10 Schweizer Franken. Besser, wie wenn man laufen muss, in meinen Augen. Man sieht auch ein bisschen was. Und ja, man sieht auch über das ganze Tal. Ja, genau. Das wird jetzt richtig schön. Ja. Die wissen jetzt, ich habe Höhenangst und alle kuscheln jetzt mit mir. Ich finde ihn noch sauer. Und es geht hoch. Da ist Tina da hinten. Genau da, wo sie nicht sein wollte. Ich kann dir nicht helfen. So, auf geht's. Da unten steht unsere Wilma. Geradeaus in der Mitte. Und wir fahren Gondel wie so eine Konservenbüchse, wie so ein Fisch, Sardinenbüchse. Total eng. Boah, liebe Zuschauer, wir haben es geschafft. Jo, so sieht es von oben aus. Und ich denke, wir könnten hier auch gleich mal die Drohne starten lassen. In ein paar Minuten. Und da unten ist die Zipline-Anlage. Gott sei Dank, Tina möchte es nicht tun. Da unten kann man klettern.
aber nichts, was ich will. Und wie schon ein sehr toller YouTuber gesagt hat, wenn die Mauer weg ist, dann war es das mit dem Tal da unten. Ja, die hält schon einiges aus. So sieht dann der Stausee aus. Schwimmen nicht erwünscht. Es wäre bestimmt auch viel zu kalt da oben. Und wieder hat so ein See so eine komische türkisfarbene Farbe. Sorry, das könnte ich niemals. Oh mein Gott. Bedeutet bei uns hungern. Warum hungern? Meine Frau hat mich gerade gefragt, ob unser Schnitzel, was wir noch da drin haben, das Fleisch, noch gut riecht. Ich habe gerochen, es war gut. Jetzt wollte sie es würzen. Na ja, nein, ja. Und wo ist es gelandet? Ich muss heute Abend hungern. Im Hundewasser ist es gelandet. Und da wartet schon einer, das gierig aufzufressen. Das ist mein Steak! So lecker war das Wasser wahrscheinlich noch nie zuvor. Bocki, vergiss es! Ich muss hungern, aber zum Glück haben wir noch Würstchen dabei. Aber das Wasser schmeckt. Also, wenn ich mit die Nase ins Wasser dunken möchte, dann sauf ich es leer. Der denkt jetzt, ich trink's leer, dann komme ich an den Steak. Nee, du kannst es nicht alles leer saufen. Das Problem ist, diese Hundeschüssel ist am einzigsten Platz, wo wir nie mit den Füßen reintappen, außer zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Es fällt immer das Brötchen rein, mein Fleisch fällt rein oder auch mal die Wurst. Was willst du? Trink du mit dem müssen wir heute nach fünf mal rausgehen. Es gibt wieder Salat und ihr seht, ich sehe nichts. Es gibt immer noch eine Alternative, dass ich nicht hungern muss. Du bist ein armer Mensch. Ja, wir sind jetzt aber, genau. Ich bin ein armer Mensch, genau. Gibt da viel grünen Salat. Ja. Und er wartet immer noch auf sein Steak. Er kriegt kein Steak. Okay, wo ist dein Steak? Wo ist das Steak? Ich habe es ja nicht weggegessen. Die Mama hat es weggeschmissen. Aber ich mache dir das nach auf den Grill. Da kriegst du wenigstens die Hälfte, gell, mein Kleiner? Ja, bist du ein süßer Kerl. Oh Gott, oder wie das Köpfele dreht, gell? Ich würde sagen, Grill ist angeschmissen. Und bei so einer geilen Location, ja, kaum einer da. Da kann man es auch mal richtig krachen lassen auf dem Grill mit zwei kleinen Würstchen. Der Rest ist ja vernichtet. Ja, Pfanne ist heiß. Und ich würde sagen, werde ich jetzt mal die Würstchen drauf schmeißen. So, die Würstchen sind drauf. Geht doch. So, was zu essen kriege ich jetzt auch. Das ist mein Würstchen. Aber ich habe noch ein paar mehr Geschatz hier. Ja. Das hätte mal ein Steak werden sollen, guckt. Aber egal. So, ich habe ein Steak gebraten. Für unsere Hunde. Soll auch eine Lehmin-Hund. Und da ist es. Du hast jetzt voll Bock auf ein Steak, ne? Ja, willst du Steak haben? Möchtest du das haben? Ist noch zu heiß. So, der Tag ist rum. Wie fandst du den Tag? Entspannend tatsächlich. Findest du? Ich saß ja nur auf dem Beifahrersitz. Ich habe das Totenhemd angehabt. Heute Morgen wach geworden. Toller Ausblick. War echt super. Ja, dann mussten wir aber ganz schnell den Platz wechseln, weil ganz viele Autos kamen. Also tagsüber ist der Platz echt blöd, wo wir waren. Ist halt so eine Sache, wenn man direkt vor einer Gondel parkt. Ja, ne? Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren ja, an unser nächstes Ziel. Und dann hieß es dann, Autozug nehmen. Also ein bisschen bescheuert, ich fahre keinen Zug. Ich fahre Wohnmobil, kein Zug. Ja, irgendwie war es dann doch anders. Dann sind wir erst 20 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Weil er wollte uns dauernd zurückschicken.
Also sind wir doch dann in den Autozug gefahren. Ja, nachdem du gegoogelt hast. Ja. Ja, da dürfen auch Wohnmobile drauf. Ja. Und allerdings schon grenzwertig. Aber wir haben den Zug verpasst, den ersten. Also mussten wir reichen. Also 45 Minuten warten auf den nächsten. Ja. Und da musst du den Zug von einmal ganz hinten nach ganz vorne durchfahren. Und ich schwöre euch, ihr habt es ja gesehen. Saueng. Wilma ist verletzt. Kriegt jetzt ein Pflaster drauf. Hat schon ein Pflaster drauf. Ja, hat schon eins, okay. Ja, zu Hause wird sie genäht. Ja. So, dann sind wir ja ins Wallis gefahren. Wallis, der erste Eindruck war, naja. Also so diese Stadt, wie hieß die, Steg? Ich weiß nicht, wie diese Stadt hieß. Steg hieß. Also das war nicht schön. Aber dann sind wir immer weiter reingefahren in die Natur, in die Wildnis. Und es war, also das Wallis ist geil. Ich finde es richtig toll. Das, Berge, was wir bis jetzt davon gesehen haben, ja, war, das, also der städtische Teil war tatsächlich einfach nur hässlich. Das war eben Großstadt. Ja. War wirklich Großstadtgefühl. Umgeben von Bergen. Ja, aber jetzt sind wir hier. In den Bergen. Auf dem, ich kann mir den nicht merken, den Gletscher. Dixons. Den Dixons, genau. Also. Und ja, da haben wir gedacht, komm, stellen wir uns hier runter. Wir stehen frei, habt ihr gesehen. Und ich finde es total geil, weil die Stellplätze, die kosten alle einen Arsch voll Geld. Ist halt Schweiz. Hier kostet es keinen Cent. Ich finde es toll. Und ja, dann sind wir mit der Gondel hochgefahren. Mit der Gondel. Sie. Aber egal, habt ihr gesehen? Wer war derjenige, der beim Runterfahren gejammert hat? Hä? Hallo? Psst, ich bin der Harte, du bist die Zarte. Mhm. Ja, auf alle Fälle, wir waren oben. Jetzt möchte ich mal das Fazit von dir hören. Wie fandest du es da oben? Lohnt sich das? Ja. Ja, muss man gesehen haben. Ja, sage ich auch. Also dieser Staudamm, sensationelle Aussicht da oben auf die Berge, sensationelles Wasser, saugroß, zu meinem Leidwesen sehr hoch. ja, aber... Das wiederum hat mir nichts ausgemacht. Ich kann da auch runtergucken. Ich habe mich auch an den Rand gestellt. Aber das Gondelfahren ist nicht so meins. Nee. Nee, das wackelt. Ja, aber ich muss sagen, 10 Euro für eine Gondel ist okay. Ja, definitiv rauf und runter kannst du nicht meckern. Hätte ich natürlich gewusst, dass heute Abend mein Abendessen ein bisschen schmaler ausfällt, weil mein Steak ans Wasser gefallen ist, hätte ich da oben was gegessen. Aber nee, ich bin satt geworden, alles gut. Also das war ihr persönliches Highlight, meins nicht. Und im Endeffekt den Hunden ihr Highlight, die haben ein Steak bekommen. Ich habe den Rocky noch nie so schnell eine Wasserschüssel leer saufen sehen. Ja, der muss heute Abend noch ganz, ganz oft gassen. Ja, es stehen jetzt 1, 2, 3 mit uns 4 Wohnmobile hier, also Vans. Und hinten steht das Feste von dem Spanier, aber auch ganz okay. Und ich denke, es wird eine ruhige Nacht mit einer sensationellen Aussicht. Guckt mal. Morgen früh geht's weiter. Wohin? Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir noch zwischen Kopfkissen und Decke ausklabüstern, sagen wir es mal so. Weil will heißen, wir googeln. Tinas Plan ist komplett durcheinander gewürfelt. Alter, total. Die ersten 2 Attraktionen, die ersten 2 Spots, die waren ja noch machbar. Ja. Aber dann ging alles in die Hose. Wofür plane ich überhaupt? Aber nur die Fehlplanung wegen den Preisen. Ja, ja, ja. 60 Euro Stellplatz, 75 Euro, 80 Euro. Tatsächlich, die Gegenden waren alle schön. Alles, was ich rausgesucht hatte, haben wir angefahren und sind weitergefahren. Also wir haben es alles gesehen, ne? Ja. Also so ist das nicht. Ja, und deswegen, heute ist der Tag zu Ende. Morgen geht's weiter. Wir nehmen euch weiter mit auf die Reise. Es wird spannend. Und ich sage jetzt in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Werbung schauen. Wenn ihr es noch getan habt, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Verpasst ihr kein neues Video. Und wir sagen jetzt einfach, grüßt sie miteinander. Ich sag tschüss.